Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video Betrag von Vektoren. Der Betrag von einem Vektor, da wir erinnern uns, ein Vektor ist einfach nur ein Zahlentupel oder ein Zahlentripel, ist geometrisch die Länge eines dazugehörigen Pfeils, so einen, wie wir hier eingezeichnet haben. Und wir wollen uns erst jetzt mal damit beschäftigen, wie kriegen wir denn die Länge eines Pfeils raus? Was für Möglichkeiten hätten wir? Na gut, wir überlegen erstmal über die Strecke, weil die Strecke kennen wir schon. Also wir sprechen jetzt mal von der Strecke AB. Also gar nicht vom Vektor oder geometrisch betrachtet vom Pfeil, sondern von der Strecke AB. Und die Strecke AB ist ja einfach die Länge eben. Da kommt eine Zahl raus. Wie können wir das machen? Wie können wir das berechnen? Also zunächst mal, wir könnten messen. Aber messen ist recht ungenau und das hieß ja auch, wir wollen es berechnen. Rechnen könnten wir hier damit, dass wir uns überlegen, was für ein geometrisches Gebilde könnten wir uns denn hier vorstellen. Das hat ein bisschen mit dem Satz des Pythagoras zu tun. Wieso? Der Satz Pythagoras ist rechtwinkliges Dreieck und wir können uns hier auch ein rechtwinkliges Dreieck vorstellen. Wir können es auch direkt einzeichnen. Wir können überlegen, wir gehen von A rechts rüber und dann hoch zu B. Und das Ganze sähe dann folgendermaßen aus. Okay, jetzt haben wir hier so ein rechtwinkliges Dreieck. Was können wir denn jetzt über die beiden Längen hier aussagen? Wie können wir die bestimmen? Na gut, wir können die Länge erstmal der grünen Seite bestimmen. Die fängt ja bei 1 an und die endet ja bei 4. 2, 3, 4, genau hier. Das sind nämlich auch genau die x-Werte der jeweiligen Punkte. Also der x-Wert von a, der 1 ist, und der x-Wert von b, der 4 ist. Also ist die Länge? 3. 4 minus 1 sind 3. Genau. Habe ich direkt für die rote Seite noch an. Hier startet es bei 2 hier drüben, das können wir auch ergänzen, bei 2 und endet bei 3, 4, bei 4. Und das sollten eigentlich auch jetzt die y-Werte der Punkte sein. Schauen wir, 2 und 4, das haut hin. 4 minus 2, also ist die Länge hier 2. So, jetzt haben wir ein rechtwinkliges Dreieck mit den beiden Seiten hier 3 und 2, das sind die sogenannten Katheten. Und damit kann man die Hypotenuse nach dem Satz des Pythagoras ausrechnen. Und ich denke, das kriegt ihr vielleicht hin. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir haben dann die Wurzel von 3 im Quadrat, also der Seite, plus 2 im Quadrat, also der Seite. Und das ist die Wurzel 13. So, das Ganze ist jetzt die Länge des hellblauen Pfeils. Jetzt sollten wir aber auf den Betrag von Vektoren kommen. Genau, und du hast ja am Anfang gesagt, der Betrag von Vektoren ist gleich die Länge des Pfeils. Gucken wir es uns mal an. Ich glaube, wir berechnen erstmal den Vektor AB einfach mal. Genau, wir schreiben wieder auf AB. Dieses Mal allerdings nicht mit einfach einem Strich drüber, sondern mit einem Pfeil. Deswegen steht es für einen Vektor. Und wir wollen den Vektor AB, also in dieser Vektorschreibweise, angeben. Und das kriegt ihr mit den beiden hier gegebenen Punkten hin. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Gut, wir nehmen die Koordinaten des einen Vektors, also den Punkt 4, 4, minus den Koordinaten des anderen Vektors, der geometrisch der Punkt 1, 2 ist, und bekommen 3, 2. Jetzt haben wir die farbig markiert. Warum? Ja, uns ist ja direkt was aufgefallen. Und zwar, wenn wir uns den ersten, also die x-Koordinate betrachten, die 3, dann finden wir die oben wieder. Das ist nämlich genau diese eine Kathete des rechtwinkligen Dreiecks. Und wenn wir uns die 2 angucken, die finden wir oben auch wieder, das ist die andere Kathete des rechtwinkligen Dreiecks. Und das ist so, ist es auch klar, denn wir erinnern uns, ein Vektor, den wir geometrisch als Pfeil zwischen zwei Punkten definieren, ist so eine Art Laufanweisung. Der erste Eintrag sagt, wie weit nach rechts, also nach x, 3. Und der zweite Eintrag sagt, wie weit nach oben, also in y-Richtung, also 2. Deswegen ist klar, dass es rauskommt. Was ist jetzt der Betrag? Gut, erstmal müssen wir einen Betrag mal hinschreiben, also die Betragsstriche. Wir nehmen ja den Betrag des Vektors AB, das heißt, hier müssen Betragsstriche. Und natürlich auch in den Rechnungen, die wir danach gemacht haben. Wir müssen jedes Mal diese Betragsstriche. Und der Betrag eines Vektors ist einfach genauso definiert wie da oben, also wie hier das mit der Wurzel. Denn der Betrag eines Vektors entspricht der Länge des zugehörigen Pfeils. Sieht also einfach so aus. Nämlich rein rechnerisch, und das können wir uns einfach direkt merken, ist der Betrag eines Vektors immer so auszurechnen, dass man den Vektor erstmal bildet, also wenn man ihn noch nicht hat, wie hier erstmal ausrechnet, und dann einfach die Wurzel der Summe der Quadrate seiner einzelnen Einträge macht. Also sprich Wurzel, dann die einzelnen Einträge im Quadrat und davon die Summe bilden. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin, dann kommt genauso wie oben Wurzel 13 raus. Und dass es genauso funktioniert, schauen wir uns jetzt drüben im Dreidimensionalen an. Und zwar überlegen wir uns gar nicht erst, wie das geometrisch aussieht, sondern haltet euch mal nur ganz streng an die Regel. Also was sollt ihr als erstes machen? Also das heißt, wir sollen den Vektor AB ausrechnen, okay, und dann den Betrag davon bilden. Genau, und zwar genauso wie hier. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1.
So, wir hoffen, das hat bei euch funktioniert. Was haben wir nacheinander gemacht? Gut, wir haben erst den Vektor AB ausgerechnet. Das könnt ihr, also 3 minus 1, 4 minus 1 und 4 minus 0. Dann kam der Vektor 2, 3, 4 raus und dann kam das Neue. Dann haben wir die Betragsstriche gemacht und haben dann gemacht die Wurzel von dem ersten Eintrag im Quadrat, also 2 im Quadrat, plus der zweite Eintrag im Quadrat, also plus 3 im Quadrat, plus der dritte Eintrag im Quadrat, also plus 4 im Quadrat. Das gibt dann ausgerechnet Wurzel 29. Gut, was da jetzt rauskommt, ist die Länge von dem blauen Pfeil hier oben. Und jetzt ist eine Besonderheit im Vergleich zum zweidimensionalen, nämlich welche? Ja, beim Zweidimensionalen hätte man es tatsächlich messen können oder Also am man hätte hier Ende. ein Geodreieck anlegen können, dann kommt ungefähr Wurzel 13 bei raus. Aber hier drüben, das ist eine perspektivische Darstellung, der Pfeil ragt ja irgendwie in die Ebene, in den Raum rein. Sprich, wir können es nicht messen. Wir können hier nur rechnen, aber das Schöne ist, die Rechenregel ist genau die gleiche, wie wir es von vorher vom Satz des Pythagoras kennen, nur dass eben ein Summand mehr mit reinkommt. Und diese allgemeine Rechenregel schreiben wir uns jetzt mal allgemein auf. Das Folgende solltet ihr euch notieren. Der Betrag eines Vektors ist geometrisch betrachtet die Länge des zugehörigen Pfeils. Rechnerisch, wenn wir einen Vektor hier jetzt klein a haben mit den drei Einträgen a1, a2, a3, dann kriegen wir seinen Betrag, immer dargestellt durch diese beiden senkrechten Striche, als die Wurzel aus der Summe von den einzelnen Einträgen im Quadrat. Genau, und jetzt gibt es noch was Neues, noch eine Besonderheit, und zwar ein Vektor, der den Betrag 1 hat. Der heißt Einheitsvektor. Und man kann zu jedem Vektor, zum Beispiel zum Vektor klein a, den Einheitsvektor a0 finden. Und es gilt, man nennt a0 den Einheitsvektor zu a. Und es gilt dann eben, dass a0 gleich 1 durch den Betrag des Vektors a mal der Vektor a ist. Ist ein bisschen kompliziert. Wir gucken es uns zum Beispiel an. In diesem Beispiel haben wir den Vektor a 3, 2, 6. Wir haben den Betrag davon gebildet. Und zwar, indem wir 3 quadriert haben, 2 quadriert haben und 6 quadriert haben, haben die Summe davon gebildet, gibt geschickterweise 49 raus. Denn wenn man davon die Wurzel bildet, ist es die 7. Der Pfeil, der zum Vektor a gehört, hat also die Länge 7. Genau, und jetzt wollen wir den zugehörigen Einheitsvektor bilden. Wir versuchen mal genau strikt erstmal nach der Formel vorzugehen. Also, wie gehen wir vor? Gut, die Formel sagt aus, a0 ist gleich 1 durch den Betrag davon. Also der Betrag hier ist ja 7, also haben wir ein Siebtel. Und dann muss man das einfach multiplizieren mit dem ursprünglichen Vektor, also mit 3, 2 und 6. Das heißt, dieser Vektor hat immer noch die gleiche Richtung, denn wir gehen ja richtungstechnisch gesehen 3 in Richtung x1, 2 in Richtung x2 und 6 in Richtung x3. Kürzen aber alle Strecken, die wir gehen, mit dem Faktor 7, also geteilt durch 7. Dadurch gehen wir insgesamt nur die Länge 1. Das heißt, dieser Vektor hier, wenn wir den Pfeil davon zeichnen würden, hätte er die Länge 1. Genau, wir wollen uns das ganz kurz mal geometrisch veranschaulichen. So, also in Schwarz haben wir den gesamten Vektor a hingezeichnet. Wir haben auch kleine Striche dazu gemacht, um zu veranschaulichen, dass er genau die Länge 7 hat. So, und der Vektor a0 hier in grün dargestellt, geht in dieselbe Richtung wie a, aber weil wir gesagt haben, ein Siebtel mal, geht er nur ein Siebtel von dem Vektor a in die Länge, also hat die Länge 1. Gut, wir schauen uns jetzt noch eine kleine Aufgabe an, wo ihr all diese Sachen, die gerade neu gemacht wurden, nochmal üben könnt. So, wir haben eine Aufgabe. Gegeben sind die Punkte A und B und jetzt gibt es drei kleine Teilaufgaben. Erstmal soll der Vektor AB berechnet werden, dann soll der Betrag des Vektors bestimmt werden und zum Schluss noch, das ganz neu kam jetzt am Ende, der Einheitsvektor von A bestimmt werden. Mit A fangen wir direkt an, das solltet ihr hinkriegen und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, wie das funktioniert, sollte mittlerweile klar sein. Gehen wir direkt zum zweiten Schritt, nämlich bei der B bestimmen wir den Betrag des Vektors. Das war das mit der Wurzel von gerade eben. Schauen wir uns an. Und Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, also beim Betrag des Vektors AB, also beim Betrag des Vektors minus 1, 2, minus 13, muss man eigentlich nur aufpassen, wenn man dann die Einträge im Quadrat unter die Wurzel schreibt, dass man bei den negativen Einträgen auf die Klammer Acht gibt. Genau, das Minus wird sozusagen mit quadriertem Feld deswegen weg, wird positiv. 1 plus 4 plus 69 haben wir Wurzel 174. Die kann man auch nicht ziehen, das heißt, muss man so stehen lassen. Das kommt hin und wieder auch mal vor.
Gut, jetzt zum letzten Teil, der C. Bestimme den Einheitsvektor, den muss man jetzt eigentlich nur noch richtig zusammenschreiben. Das kriegt ihr auch hin und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Gut, der Einheitsvektor, hier geschrieben als AB0, die kleine 0 deutet auf den Einheitsvektor hin, ist 1 durch der Betrag, den wir hier oben berechnet haben und nochmal mal der Vektor. Das war's. Heute waren das jetzt im Prinzip nur kleine Werkzeuge, Betrag berechnen, Einheitsvektor berechnen. Die werden wir aber alle später noch weiter brauchen und deswegen üben wir es auch im Unterricht. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.